Also, hier, bei dieser Übung geht es darum, dass Sie hier diesen Kauderwelsch an geometrischen Formen so zusammenpuzzeln, dass das hier dieses A ergibt. Ja. Ich fange mal an hier mit diesem Rechteck. Man könnte jetzt sagen, 3D ausrichten, super Sache, oder 2D ausrichten, mit dem kann man eigentlich eine ganze Menge machen. Versuche ich es mal, soweit ich komme, mit diesem Befehl. Ich werde zunächst einmal die Objektfänge hier einstellen. Ich arbeite hier mit dem Raster. Dann mit Objektfang, Endpunkt und Schnittpunkt, ja, von mir aus, ja, das ist kein Fehler. Eventuell brauche ich noch den Rasterfang, werde ich schauen. Den kann ich zur Not einstellen. Wir haben das Glück, dass hier noch das Ganze auf dem Raster ausgerichtet ist. Das heißt, man kann theoretisch auch mit dem arbeiten. Ja, jetzt lege ich hier dieses Rechteck an, gehe dann hier auf Ändern und dann auf Ausrichten. So, und sage jetzt, dass dieser Punkt soll hierhin. Dieser Punkt soll hierhin, jetzt da skaliert werden muss, breche ich das Ganze ab mit Enter. Und er fragt mich, soll ich skalieren? Sage ich ja. Und ich habe sogar Glück, die Seite passt. Im nächsten Schritt kopiere ich mir jetzt hier dieses Rechteck nach hier oben. Ich wähle es aus, gehe auf den Befehl kopieren und kopiere das hier einfach nach hier oben. Jetzt geht es hier weiter. Jetzt muss ich überlegen, welche Form passt jetzt hier rein. Gehe also jetzt hier auf diese Form, gehe wieder auf Ausrichten. Sage jetzt, das soll quasi hierhin, das soll hierhin und hier müsste die Größe eigentlich passen. Ich riskiere es mal und sage, du sollst hierhin. Passt. Ja, jetzt, das muss ich auf alle Fälle skalieren, diese Form, das sehe ich jetzt schon. Also hier gehe ich wieder auf Ändern, dann auf Ausrichten und muss es kurz überlegen, wo jetzt hier die Seite ist. Also dieser Punkt muss hierhin. Dieser muss hierhin. Ich klicke wieder auf Enter, sage skalieren ja. Jetzt habe ich blöderweise auf der falschen Seite, tue es also noch spiegeln. Gehe also hier auf Spiegeln, wähle das hier als meine Spiegelachse, lösche ja und habe schon mal eine Hälfte gemacht. Ja, und für die, wer jetzt weiterdenkt, spiegelt gleich die eine Hälfte auf die andere Seite und fertig. Ja, jetzt können wir noch die Linie hier noch nehmen und die auch noch mit positionieren. Das kann ich gleich über die Griffe machen. Das soll hier hin, das soll hier hin und das Ganze noch kopiert einmal so. Jetzt habe ich vergessen, beim Spiegeln das zu bestätigen. Das so. So, und hier hätte ich noch sagen müssen, löschen, nein und das A ist fertig. So, stop. Action. Also, das Ganze möchte ich jetzt zusammenfassen zu einer Gruppe. Warum? Weil hier zum Beispiel habe ich jetzt so verschiedene Polylinien. Ich habe immer keine Lust, wenn ich das mit einmal auswählen will, immer die einzelnen anzuklicken oder zu Fenstern. Also Fenstern heißt hier, im Auswahlrechteck das zu machen. Wie macht man eine Gruppe? Ganz einfach. Sie gehen hier auf die Registerkarte Gruppen, gehen hier auf Neu und geben hier unten den Gruppennamen ein in die Befehlszeile, nenne ich einfach jetzt mal A, die Gruppe, ganz fantasielos. Jetzt will er wissen, welche Objekte und wähle jetzt hier einfach die Objekte aus, die zur Gruppe zusammengefasst werden sollen. Gehe auf Enter und sieht das mal genauso aus wie vorher. Wenn ich allerdings jetzt hier draufklicke, habe ich jetzt hier einen Griff und kann es damit einmal quasi ansprechen, unser Element. Und Sie können dann jederzeit diese Gruppe auch wieder auflösen. Mit der rechten Maustaste finden Sie hier unter Gruppe. Hier Gruppe aufheben, löscht die ganze Gruppe wieder. Sie können Gruppe hinzufügen, also neue Elemente hinzufügen oder wieder welche entfernen. Auch das geht. Ich gehe mal hier auf Entfernen exemplarisch und schmeiß mal hier unten dieses Rechteck aus. Gehe auf Enter. Wenn ich jetzt die Gruppe hier anfasse, dann umfasst sie nur noch die ohne dem. Genauso kann ich es wieder rückgängig machen, wieder was hinzufügen. Ich klicke auf meine Gruppe, rechte Maustaste. Zur Gruppe hinzufügen, fügt das wieder hinzu, Enter. Und wenn ich jetzt hier, ist es quasi wieder Bestandteil. Im Übrigen finden Sie auch diese Befehle hier oben drin. Also hier haben Sie auch Gruppe aufheben, Gruppe bearbeiten, das gibt es auch, wenn Sie was ändern wollen an der Gruppe. Oder hier halt dann, Sie können sogar die Gruppenauswahl aktivieren oder deaktivieren. Wenn ich die ausschalte, dann sind die Elemente immer noch für sich. Ja? Wenn ich sie aktiviere wieder, dann kann ich wieder die Elemente als Gruppe ansprechen.
so viel zu Gruppen. Das heißt, mit Gruppen können Sie Elemente zusammenfassen, quasi in eine Gruppe und können dann diese Gruppe quasi wie eine Art Element betrachten, in der Auswahl, aber allerdings nur.